So, da bin ich mal wieder. Diesmal auf Gnosis CX und ich habe hier schon mal durchgescrollt. Leider sind einige Fragen irgendwie aus LPI 101 hier. Es sind noch viele Fragen zur Hardware und so, aber unten kommen auch 102er Fragen. Deswegen lege ich einfach mal los und schau mal. Also. Suppose that after installing a serial multiport card on a system, the mouse connected to a serial port on your motherboard stops functioning. Which of the following commands is most likely to be useful in diagnosing the problem? Okay, das ist wirklich ganz weit weg von dem, was ich eigentlich lernen muss, ja? Aber mal schauen. Maus am seriellen Multiport gibt es auch schon seit 10 Jahren nicht mehr. Ich weiß es wirklich nicht. Denke, das ist auch wirklich Blödsinn, das zu lernen. Ich fange mal weiter unten an. Hier ist Gazi, das ist auch noch 101. Alles 101. F-Disk. RPM, die ganzen Paketmanager hatte ich auch schon. RPM, 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 Module laden, alles 101. Das ist VI. Das ist Drucken mit PostScript. Ja, ich glaube, hier geht es so langsam los, ne? Dann lege ich doch einfach mal hier los bei 1721. Which of the following utilities can be used to terminate a spooled print job without printing it? LPR, LPC, LPD, LPQ. Wow. LPD. Ist doch das Standard-Utility für alle Printjobs, mit dem man immer alles machen kann, oder? LPD? Leider nein, es ist LPC. Okay, schon mal ein Fehler. Which of the following Linux command lines will convert a plain text-File file text to PostScript for later prettified printing or viewing. Assume for this question that any mentioned utilities are actually installed on a system in question. Also, ich will aus einer Datei File.text PostScript machen. Huhu. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Gibt's A2PS? Ich weiß es nicht, muss ich auch passen. Ganze Druckerei muss ich mir auch nochmal angucken. A und B. EnScript und A2PS, okay. There have been a number of print spooling systems developed for Linux, often offering a different range of capabilities, such as format conversions and job control tools. Which one of the following is not a widely used print spooling system? CAPS, GPR, LDQ, LPD. Ach, das ist alles so alt, ey. PDQ war doch irgendwas mit SQL oder so, ne? Ich sag C. Nein, es ist G. GPR. There have been a number of document type filtering systems developed for Linux and working in cooperation with print spooling daemons. Which one of the following is not a widely used filtering tool? APS-Filter, Magic-Filter, Print-Filter, Doctype-Filter. APS und Magic habe ich schon mal gehört. Doctype und Print kenne ich nicht. Ich sag mal, Print wäre zu einfach. Aber es ist Doctype. Okay. Das sieht sehr schlecht hier aus.
The exhibit for this question shows several shell configuration files. Assume for this exercise that the PS1 environment variable is not modified elsewhere in the partially displayed files, nor is it set anywhere else. If user JDoe opens a secure shell connection to the system named Fury from a remote location, what will his bash prompt display? Okay. Also, der benutzt eine Login-Shell. Ne, jetzt muss man sich erstmal überlegen, was wird von der Login-Shell ausgewertet. Die Bash-RC nicht, die ist für interaktive Shells. Bash-Login wird ausgewertet, aber nur, wenn es Bash-Profile nicht gibt. Ne? Das heißt, er müsste das Prompt aus der Bash-Profile kriegen. Deswegen würde ich sagen from Bash-Profile C. Oder? Also Bash-RC ist auf jeden Fall falsch. Ist nicht für Login-Shells. Hier ist nochmal Bash-RC, dann gibt es noch Bash-Login und Bash-Profile. Und Bash-Profile läuft vor Bash-Login. Deswegen Bash-Profile C. Endlich mal ein richtig gut. The exhibit for this question shows several shell configuration files on Machine Fury. Assume for this exercise that the PS1 environment variable is not modified elsewhere, nor is set elsewhere if the root user issues a su JDoe command. What will her bash prompt display? Also root ist eingeloggt als root. Substituted sich selbst in John Doe. Da ist kein Minus dazwischen, das heißt, er nimmt sein Environment nicht mit. So, und dann ist das wohl eine interaktive Shell. So. Dann würde erstmal etc bashrc gelten, aber das wird dann überschrieben von Punkt bashrc. Das heißt, da müsste stehen from Punkt bashrc. Und das stimmt auch. Which of the following bash command lines could be used to run every executable file in the current directory? Okay. For e in alle Files. Was passiert hier? Do. Für den Fall, dass i ausführbar ist. Führe i aus. Fertig. Das sieht ja schon mal ganz gut aus. Hier ist ein if, da ist ein phi. Tja, da könnten ja eigentlich alle funktionieren, so auf den ersten Blick. Also ich würde es mit for i in machen. For each gibt es, glaube ich, in der Bash gar nicht. Gibt es aber in anderen Programmiersprachen? Oder gibt es for each in der Bash? Ich weiß gar nicht. Nee, es gibt es nämlich nur in Tickle. Also for each ist es schon mal nicht. Also, das for braucht auf jeden Fall ein do und ein done.
Das Case ist hier falsch, oder? Es erwartet ja irgendeine Ein. Do. If executable i, denn. Also das letzte geht auf jeden Fall schon mal. D. Ich würde sagen, B und D gehen und ich glaube, ein Case kann man hier nicht benutzen. Ich sag mal B und D. Nur D. Okay. Falsch, aber hier steht auch nie dabei, ob mehrere richtig sind. Schwierig, schwierig. What special line is normally placed at the top of a custom Bash Shell Script? Das ist diese hier, bin Bash. Which of the following utilities are commonly available on Linux system and have the capability to detect chipset details and installed memory on local video cards? Useful for configuring x386. Also, das hier gab es damals mal. Ich glaube, das ist auf jeden Fall dabei. Superprobe kenne ich nicht. Scan PCI kenne ich auch nicht. Das kenne ich auch nicht. X11 Setup gibt es, glaube ich, auch. Oder gab es mal. Scan Video kenne ich nicht. Ich würde sagen A und E. B und D. Superprobe und X-Configurator. Scheiße. Das ist alles nicht mehr relevant hier. The file etc/x11 xf86 config contains configuration information about the local X server. Where within this file can you specify the video resolutions available when using the Control Alt plus minus toggles? Where within this file can you specify the video resolutions available? Achso, mit Control Alt plus minus kann man beim X-Server durch die verschiedenen Auflösungen schalten. So. Müsste man natürlich wissen, welche Sections es hier gibt. Die muss ich mir auch dringend nochmal angucken. Kann ich auch wieder nur raten. Mode Lines gibt es auf jeden Fall als Begriff dafür. Nehme ich mal D, das ist B. Also merken, es gibt die Section Screen auf jeden Fall. Subsection Display B. Heute ist schon Samstag. Ich glaube, ich rassel durch hier. Which of the following X3 XD6 tools is used to configure access to remote X11 clients? War das nicht X-Host eigentlich? Also XDM ist der Display Manager, der ist nicht XI, es sind also zwei Augen, die rumgucken. Wahrscheinlich dann XAccessC. Nein, es ist XDM. Okay. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier hochlade. Ist ja peinlich, ey. Unfortunately, not all X11 applications are well behaved. In particular, some applications are notorious for leaving behind phantom processes when an X session is exited. Which command line below might you use to make sure the application X some app is terminated? So. So, Kill braucht erstmal eine PID, ne? Und nicht den Namen vom Prozess. Terminate kenne ich nicht. Proc-Kill gibt es auch nicht. Es muss also hier das PS sein. Kill-9 ist auch. Was ist denn Kill-9? Ich sag A.
Suppose that you would like to allow the current system to act as an X client for some remote X server. Also assume that the current system is configured to recognize the alias trusted for a corresponding IP address. Which of the following command lines would allow the machine trusted to run an X11 application that lives on the current system? Das ist X-Host. Das hatten wir auch schon ein paar Mal. Und mit plus trusted fügt man dann den Host hinzu, C. Which of the following environment variables is used to determine which workstation, local or remote, a launched X11 application will display on? Das war Display D. RFC 1700 defines a set of standard port numbers for TCP/IP services. Some of these ports are fairly obscure, while a number are used on a daily basis by a Linux system administrator for diagnosis of network issues. Which three services are mapped to the TCP ports 80, 110 and 21? Das ist Web, POP3 und FTP. Web, POP3 und FTP, das ist B. Which of the following files is used to define aliases for IP addresses, especially within a local TCP/IP network? Das ist etc/hosts. Which of the following statements best describes the reason why you would want to run a DHCP server on an internal company LAN network? To serve as a gateway? Nee, ein Gateway macht DHCP nicht. To filter network packets? Auch nicht. To allow in-company machines to access a central web service application? Auch nicht. To avoid conflict between assigned IP addresses on various in-company machines, especially where machines such as laptops may be between different Ethernet hubs? Ja, D. Which of the following TCP/IP network utilities is the best tool to use to establish a given IP address is reachable under the current network configuration? Ping. Ah. Which of the following TCP/IP network utilities is best used to determine the hardware Ethernet address of the cards installed in the current machine? Aha. Ich glaube, ifconfig kann MAC-Adressen listen. Netstat nicht. Ethers kenne ich nicht und ArpWatch kenne ich auch nicht. Also mit ARP könnte man es auch machen. Aber wahrscheinlich mit, ich tippe auf ifconfig. Gibt es ArpWatch überhaupt? Bei mir nicht. Ethers gibt es auch nicht. Ifconfig. Ja klar, da sind sie sogar direkt zu sehen. Das ist Interface Config B. Which of the following TCP/IP network utilities is best tool to use in identifying bottlenecks between remote machines on a network? Specifically assume a goal in this debugging is to determine the path traveled. Okay, das ist traceroute. D. Suppose that you find that your ISP's DNS service is slower or unreliable and you would like to configure aliases for a few frequently targeted sites directly on the machines of users of the company internal network you maintain. Which of the following TCP/IP network utilities could you use to determine the IP address assigned to a symbolic domain name? So, das ist auf jeden Fall Host. Damit kann man DNS-Lookup machen. Mit NS-Lookup kann man auch einen machen. Bei, ich weiß nicht, kriegt man mit Whois auch die IP? Ich glaube schon. Bla bla bla. Na klar, kriegt man einen Haufen IPs hier. Gut, also sind die drei NSLookup, Host und Whois, B, C und D. Nee, C, D und F. Gut, mit Whois kriegt man es aber auch. Ja, mit Ping kriegt man es dann auch natürlich. Wenn man Ping auf Google.com macht, kriegt man auch eine von Googles IPs. Ja, aber Whois geht auch, das stimmt nicht.
Okay, aber Ping hätte ich auch noch nehmen müssen. Da gebe ich mir nochmal einen Fehler. Which of the following commands is not a widely used Linux utility for initiating and configuring PPP connections? VDial kenne ich, NetPPP kenne ich nicht, KPPP kenne ich nicht und NetConf kenne ich auch nicht. Aber Conf hört sich auch nicht so an, als könnte man damit wählen. Also ich tippe mal auf C. Es ist D, NetPPP. Okay, falsch. Which of the following utilities is often used in conjunction with Inet-D to log and filter incoming connection requests? Das ist der TCPD, der kümmert sich um Hosts allow und Hosts deny und so. Ah. The exhibit for this question shows the content of a hypothetical etc/xinet-d flusflam configuration file. Assume that etc/xinet-d conf includes the line include dir etc/xinet-d and that xinet-d is used on the current system. Which of the following statements can you deduce from the provided information? So. Okay, das ist irgendein Dienst. Yes, User Root, Server. Okay. The FlusFlam service is carried over the UDP protocol. Nee, das ist falsch. Dann müsste hier Datagramm stehen. Ist aber Stream. Stream ist TCP. Multiple FlusFlam service will be forked if multiple incoming requests are received. Puh. Da kann ich nicht viel zu sagen. Was macht das hier, das Wait? Das No Retry? Ich weiß es nicht. FlusFlam service is not activated on the current system. Da deutet ja Disable gleich erst drauf hin, ne? Für FlusFlam Connection fails, the IP-Address of the requesting client is locked. Vielleicht. Nur C stimmt. FlusFlam Service is not activated. Okay, der lockt nicht. Wahrscheinlich, weil hier dieses Plus vorsteht oder so. Also UDP ist es auf jeden Fall nicht wegen Stream und wo das Forken deaktiviert ist, vielleicht mit No Retry. Oh, ich glaube, es gibt noch viel zu tun. Suppose that the sendmail application is used on the current system as a mail transport agent. What file may user JDO modify in order to cause mail sent to him to be temporarily directed to an address outside the system's domain. Das ist home JDO.forward, da kann man eine E-Mail-Adresse reinschreiben, wohin Mail weitergeleitet wird, D. Suppose that the sendmail application is used on the current system as a mail transport agent. If the file etc aliases has been manually updated, what command needs to be run in order to cause the changes to take effect? Eigentlich nutzt man da ja New Aliases, aber das kann man mit Sendmail dann auch irgendwie machen. Aber ich weiß nicht wie. Prune. Update mit A. Okay, ich muss raten. Ich nehme D. Es ist C. I. Which of the following command lines can be used to determine the list of modules that have been compiled into the Apache web server? Also hier sieht man, glaube ich, die nachgeladen worden sind. Die
Binary hieß mal HTTPD, hieß aber auch mal Apache irgendwann, oder Apache 2 hieß sie, ne? Früher hieß sie HTTPD. Ich sag B. Which of the following files or directories is used to configure the local directories that are made available remotely by a Network File System Server? Das ist die Hauptconfig für NFS, das ist etc/exports. Which of the following protocols tools is most likely to be used in integrating a Linux system into a Windows network and for accessing Windows files? Das ist Samba B. Suppose that you have configured one Linux system on an internal LAN to run a DNS server. Which of the following files need to be updated on each DNS client on the LAN to get them to utilize the DNS service? Das ist etc/resolve.conf. Da konfiguriert man die DNS-Server und da muss man dann den lokalen DNS-Server eintragen. C. In performing a security audit on a Linux system, one well-known security issue is applications that are configured to run as root or from other high-permission accounts that may be subject to call vulnerabilities such as buffer overruns. Which of the following command lines can be used for an initial sweep in analyzing this issue? So, das ist dieser Feind nach der Permission SUID. SUID ist die 4. GUID ist die 2 und das Sticky-Bit ist die 1. Find root minus perm mindestens, mit dem Plus davor sagt man mindestens das angegebene. User root, okay, also 10. Which of the following protocols or tools is best used to batch copy files between network machines in a manner that protects their content from an intruder using a packet sniffer? Na, nimmt man am besten SSH und SCPA. Which of the following Linux utilities is used to update the user's password stored in etcpasswd to utilize the more secure shadow password style? Das ist pwconf. Damit kann man eine etcpasswd zu einer etcshadow machen. Which of the following websites are well known and important resources for monitoring known security problems in Linux distributions and for obtaining patches? Security Photos Forum, Bugtrack.com, Security Update Net, Cert.org, Linux Bugwatch.com, Linux Security.com. Security Focus habe ich mal irgendwann gehört, ob es gibt es überhaupt noch? Ja, da gibt es einen Exploit nach dem anderen. Und Cert eigentlich nicht, oder? Doch, ich sag mal Cert auch, hört sich irgendwie gut an. Eine sehr schnelle Webseite. Na, ich sag mal. Ach, which of the ist nur eine. Nee, multiple. Okay. Ich sag A und D. A, D und F. LinuxSecurity.com auch. Okay. Alles falsch, alles falsch. One danger of poorly written or malicious CGI application is that it can fork overly many child processes, eventually swamping the host system. Which of the following steps could best be used to control this specific danger? Qtline ulimit minus u512 in the file, etc profile. For each CGI user, run the command add quota username. Ne, quota ist nur die Diskquote, nicht die Anzahl der Prozesse. If a user is discovered to have an errant CGI application, run the command line peer. Ja, gut. Damit terminated man den Prozess, aber der kann den immer wieder spawnen. Edit the file etc/limits to include line similar to CGI, bla. Nee, mit ulimit kann man die Anzahl der Prozesse, die ein User starten kann, konfigurieren. Deswegen nehme ich A. Gut, so. Das war nicht sehr gut hier. Ich rechne mal aus, wie viel Prozent ich habe. Mach mal eine kurze Pause.
So, ich habe mal ein bisschen rumgerechnet und die Fragen gezählt. Es waren 35 Fragen, ich hatte 13 Fehler. Das macht knappe 63%. Damit bin ich ganz und gar nicht zufrieden. Gut, dann mal schauen. Also los ging's mit 1, 7, 2, 1. 1, 7. Hallo? Wo bist du? Eins, sieben, zwei, eins. Which of the following utilities can be used to terminate a spooled print job without completing it? Das war LPC, ne? Genau. Gibt's das noch? Ja, das gibt's noch. Line Printer Control Program. Okay. Und LPR ist zum Drucken, ne? LPR. Print Files. LPR zum Drucken, LPC für Commands. LPC. Oh. Ja. Alles auch hinfällig hier mit Caps inzwischen, aber gut. Kann man sich merken. LPR zum Drucken, LPC für die Commands an die Druckjobs. 1731. So. Hier wollte man eine Datei in PostScript verwandeln. Richtig waren hier A und B, glaube ich, ne? Ja. EnScript, gibt's das? Ich hab's nicht. Aber A2PS habe ich auch nicht. Aber die beiden sind es also. Mit EnScript und A2PS kann man PostScript-Files generieren. 1741. Hier war die Frage, welches Print-Spooling-System gibt es nicht? Na, das hatte ich eben falsch. Da habe ich eben auf PDQ getippt, aber es war GPR, ne? Es gibt CAPS, PDQ und LPD. GPR gibt es nicht. CAPS, PDQ und LPD sind Print-Spooling-Systeme für Linux. GPR ist keins. CAPS, PDQ, LPD. 1742. Which one is not? Genau, da hatte ich gedacht, Printfilter ist keiner. Aber es war Doctype-Filter D. Ja. An Druckfiltern gibt es den APS-Filter, den Magic-Filter und den Printfilter. Nicht den Doctype-Filter. 1921. So, das muss ich mal ausprobieren. Okay. Dann schaue ich mal. Oh, da ist ja schon mal eine ganze Menge drin, ey. So, okay, da habe ich ja aus einer alten Übung noch ein paar Executables. Moment. Show 1. Echo 1. Ach, waren das alles Links hier? Ah ja, das war meine Softlink-Übung, deswegen geht das nicht. Joe A. Ach Quatsch, ich mache mir jetzt einfach mal N und F. Joe N. Echo bla. Copy N auf F. CH mod plus X N. CH mod so. Was habe ich denn jetzt hier alles für Executables? Ich habe jetzt allen X gegeben, aber es sind gar nicht alles Executables. Egal. Auf jeden Fall habe ich N und F und die 1 habe ich auch noch. So, funktioniert hat D, ne? Gucken, ob ich hier eine Fehlermeldung kriege. Ich
glaube, Case hat irgendwie eine andere Syntax, genau. Bei Case gibt man nämlich, kann man keinen Test benutzen, glaube ich. Case base in. Genau, da muss man nämlich die Variable erst nochmal dahinter packen, dann in und dann kommen nämlich die Möglichkeiten hier. Und da stehen Regex drin. Ich weiß nicht, ob man hier auch einen Test hinpacken könnte, aber die Syntax ist auf jeden Fall falsch. So, was ist an dem While falsch? Für jede Datei. Wird erst dieses if ausgeführt? Sieht eigentlich auch für mich gar nicht so schlecht aus. I-Kommando nicht gefunden. Okay, beschwert sich über das I. Das hier aus? While in gibt es gar nicht, ne? While true, while true. While true ist eine Endlosschleife, oder was? While true. Das in gibt es, glaube ich, nur beim for. For bla n, genau. Braucht man auch bei dem for. For n, for n. Okay. Also while n gibt's nicht. Hier hat das case die falsche Syntax. Und for each ist kein bash built-in, glaube ich. Oder doch? Vielleicht doch, aber so nicht. Okay. Gut. Und das sollte alles ausführen. Das klappt. Okay. Zwei, zehn, eins. Oh ja. Was war das hier? Super Probe und X-Configurator. Gibt's das überhaupt noch hier? Super Probe. Super Probe Linux. Where is Super Probe? Super Probe was removed from Debian in Juli 2001. Okay. Gut. Ah, das merke ich mir vielleicht dann doch nicht mehr. Und X-Configurator? Die beiden waren es, oder? B und D? Ja. Naja, das ist, glaube ich, Blödsinn. 2, 10, 1, 1 war falsch. Das ganze X-Zeugs war falsch. 1, 2 auch falsch. Confirmation Absence of Local X Server. Okay, aber das ist immer noch so. Und da muss man sich wirklich merken, es gibt die Section Screen. Das war B war richtig, ne? Section Screen. Ja. Subsection Display. Jetzt gucke ich mal, was es für Sections gibt im in X11 Config. Sections in X11 Config. Sections, genau.
Es gibt die Section Server Flex, Server Layout, Files, Module, Input Device, Monitor, Moment, Device und Screen. Ah, es gibt Monitor und Screen. Device gab's auch. Das Video auch noch. Screen, dir eine. Video gibt's nicht. Video gibt's nicht. Okay. Und hier ging es um die Section Screen Subsection Display. Each Monitor Section configures one type of monitor. Okay, da steht wirklich der Monitor drin mit Refresh-Raten und so. Und Screen pins one video card to one monitor. Okay, Screen stellt die Verbindung zwischen Grafikkarte und Monitor her. Gut, contains configuration about the local X-Server. Well, within this file can you specify the video resolutions available when using Ctrl-Alt-Plus-Minus. Oh. Screen subsection display. Ja, okay. Screen 0 ist quasi ein virtueller Anzeige mit Grafikkarte 0 an Monitor 0. Farbtiefe 24 soll diese Modes können. Okay. Section Screen. Section Device konfiguriert die Grafikkarte. Section Monitor den Monitor. Input Device Mäuse und sowas. Module lädt die Treiber. Und Files, ah, das ist hier das mit dem Font Pass und so, da gab es auch einige Fragen zu. Okay, das connected zum Font Server und da muss man sich auch hier diesen Slash davor merken. Gut. Also Device ist die Grafikkarte, Screen ist Verknüpfung zwischen Grafikkarte und Monitor, Monitor ist der Monitor und Video gab's nicht, oder? Gab's auch Video. Nee. Sieht nicht so aus. Oh. Kommt natürlich hier verdammt oft vor. Nee, aber gibt's nicht. Okay. Also. Device, da hat auch mit Resolutions nichts zu tun. In Device sieht man wirklich nur hier den. Device Section was. Oh, na komm. Genau, Resolutions gibt es da nicht. Da gibt man der Grafikkarte einen Identifier, welcher Treiber benutzt werden muss. Marketingname hier und so weiter. Okay. 2.10.2.1. Which of the following X3 tools is used to configure access to remote clients? So, da hatte ich getippt. Aber es war XDM. Aber den benutzt auch kein Mensch mehr. Alle nehmen heute LightDM oder GDM oder KDM. Gut. Muss man sich wohl einfach merken. 2.10.2.1. Weiter geht's mit 1.12.3.5. Ah ja, okay. Das waren alle Tools, mit denen man einen DNS-Lookup machen konnte. Das war einmal hier der Antwort nach zwar nicht, aber es ging mit whois, mit host, mit nslookup und mit ping. Also f, d und c.
Dann 1.12.4.1. Which of the following commands is not widely used Linux utility for initiating and configuring PPP connections? Da hatte ich auf netconf getippt, aber es war, glaube ich, netppp. Ist auch antiquiert. Ich glaube, die gibt es alle nicht mehr. D. Genau. Also netconf gab es mal. Vdial ist heute immer noch Standard. Kppp, weiß ich nicht, ist das... Ist ein grafisches Utility unter KDE oder so? Irgendetwas in der Art, ja. Sieht fast so aus, ja. Genau, okay. Vdial ist Standard auf Konsole. Netconf kenne ich nicht. Nee, das ist ein Protokoll, das genauso heißt. Okay, egal. Auf jeden Fall netppp gab es nicht. Kppp und vdial. Die beiden gibt es auch immer noch. Netconf kenne ich nicht. NetPPP gibt es nicht. 1.13.1.2. Oh ja, das war der XINETD. Da muss ich mir nochmal die Configs angucken. Was No We Try heißt zum Beispiel. XINETD. Muss ich nochmal eine kleine Pause machen hier. Okay, also der XINETD ersetzt den INETD und TCPD. Früher hat man den INETD genommen, um On-Demand-Services zu starten. Zusammen mit dem TCPD, den hat man immer noch als Wrapper genommen, vor den Services, um dann etc-hosts und so weiter damit zu verwalten. Und der XINETD, der kann das alles selbst. So, und hier ist auch schon die Flag. No Retry unterbindet das Anlegen eines neuen Prozesses im Fehlerfall. So, okay, das war hier gesetzt. Multiple Flam Servers will be forked if multiple incoming requests are received. Na, ist ja dann eher Wait, oder? Was Wait? Legt das Threading-Verhalten des Dienstes fest. Es gibt zwei Möglichkeiten. Yes, der Dienst ist mono-threaded, das heißt, es kann immer nur eine Verbindung dieses Typs unterhalten werden. No, für jede neue Anfrage startet XINETD einen neuen Serverprozess. Okay, hier steht Wait auf Yes, deswegen kann es den nur einmal geben, den Prozess. User sagt, als welcher User der Prozess läuft oder was? Ist hier nicht dabei. Server, das ist einfach die Binary. Und Log on Failure. Hierdurch kann eine Vielzahl an Informationen protokolliert werden, sobald ein Server nicht gestartet werden kann, sei es aufgrund fehlender Ressourcen oder bei der Verletzung der Zugriffsregeln. Host User ID wie oben. Attempt Record. User ID. Bei Start eines Servers können mehrere unterschiedliche Informationen festgehalten werden. User-ID, die ID des Benutzers, der den Dienst in Anspruch nimmt, entsprechend dem Bla-Protokoll. Okay. Gut. Hätte ich das jetzt hier beantworten können? Also UDP konnte ich schon beantworten, weil hier Stream steht, das ist TCP. Wird nicht geforkt, weil Wait of Yes steht. Flussfilm Service is not activated, das war richtig, das ist, weil Disable hier auf Yes steht. If a Flussfilm Connection fails, the IP address of the requesting client is locked. Ah, okay. Nee, da wird nur die User-ID gelockt und nicht die IP. Da könnte man wahrscheinlich noch mehr genau, wenn hier Host mit drin gestanden wäre beim Logging, wäre auch
die Adresse gelockt worden. Da gibt es noch Duration, Exit, Statuswert. Achso, das ist der Exit-Wert des Prozesses. Und die PID des Prozesses. Okay. Gut, dann ist das soweit klar hier. Das war 1.13.1.2. So, und das war die Option, mit der man Sendmail-Änderungen etc-Aliases übergeben kann. Super. So, was war die richtige Antwort? BA? Ich glaube, ne? Nee, BI. BA, go to into ARPANET Mode, BE, Initialize, Initialize, Alias Database. Was gab es hier noch? BP, Print a Listing of the Queue. Ah, da kann man sich die Mails angucken, die im Queue hängen. BH, Print Persistent Host Status Database. Okay, BI is Initialize. Irgendwie gab es doch auch noch was mit Deliver all mail in the queue, ne? Gab es schon mal eine Frage drüber. Process saved messages in the queue at the given intervals. Also minus Q. Q ist Q abarbeiten. I ist initialize alias database. Gibt es hier noch irgendwas Interessantes? Fork as a Daemon, Print Host Database, P, Print a Listing of the Queue, damit kann man sich den angucken, mit Q kann man den versuchen auszuliefern. V ist Verbose, No Aliasing is N. Gut, diese ganzen B-Parameter, was haben die da miteinander zu tun? Also hier gehen ein paar um den Q, aber einer ist auch Run as a Daemon. Keine Ahnung. Okay, BI ist auf jeden Fall Initialize Alias Database. Und dann gibt es noch die 1.14.2.2. Ach, das waren die Webseiten, das ist ja auch totaler Quark. Was wollten die hier? Security Focus, Cert.org und Linux Security, DFA. Ja. Gut. Das war ja noch nicht so berauschend. Jetzt geht's gleich weiter mit diesem Test hier von linuxcareer.com. Also, bis gleich.